Hallo, ein neues XCOM kommt, ein neues, dickes, großes XCOM, nicht nur so ein kleiner Ableger wie zuletzt Chimera Squad, sondern Marvel's Midnight Suns, ein XCOM mit Marvel-Lizenz. Wieder ein Spiel von Firaxis Games, von den Entwicklern der XCOM-Reihe und auch der Civilization-Reihe, wird bereits erscheinen im März 2022, gerade frisch angekündigt auf der Gamescom 2021. Wird erscheinen für die PlayStation 4 und 5, für die Xbox-Plattformen, für Nintendo Switch, für den Windows-PC, dort erhältlich sein auf Steam als auch bei im Epic Game Store und ich gehe mal davon aus, auch bei GamesPlanet, bei einem Shop, mit dem ich zusammenarbeite und wo man dann etwas preiswerter Steam-Keys kaufen kann. Kurz und knapp, was bekommen wir? Wir bekommen nicht typisch so ein ganz klassisches Rundentaktikspiel, wie es XCOM normalerweise darstellt, sondern klar, es gibt Rundentaktikkämpfe, es gibt eine Basis, die wir verwalten im Strategiemodus, aber es gibt einen etwas größeren Schwerpunkt auch beim Thema persönliche Beziehungen zwischen den einzelnen Figuren. Es hat auch einen starken starkes Rollenspielelement, das neue XCOM. Es ist angesiedelt von der Story in der Marvel-Welt, aber es adaptiert ein relativ unbekanntes Marvel-Comic, das vor Jahrzehnten rausgekommen ist und greift Motive aus und spinnt die Story darum ein wenig weiter. Es ist eine sehr düstere Welt, wo wir mit gegen übernatürliche Kräfte ankämpfen müssen. Wir sind die letzte Verteidigungslinie der Erde gegen die Unterwelt. Wir, die Midnight Suns, unsere kleine Heldentruppe. Und wir schlüpfen dabei in die Rolle des Hunters. Einer Figur, die wir komplett selber personalisieren können und die wir im Kampf schicken mit unseren Buddies, mit den anderen Superhelden, die wir vereinen gegen die Bösen, die Mächte der Bösen, der Finsternis, gegen die wir antreten. Was bleibt? Rundetaktikkämpfe, Basisverwaltung im Strategiemodus, was auch bleibt, ist eine wuchtige Inszenierung. Ihr könnt davon ausgehen, dass hier ganz, ganz viel Geld auch in Projekte drin steckt und Geld muss nicht immer bedeuten, dass große Qualität entsteht, aber es ist schon eine ganz gute Voraussetzung dafür. Wir bekommen noch wuchtigere Kämpfe als zuvor. Die Kämpfe werden etwas schneller sein, werden etwas schneller inszeniert sein. Die Entwickler versprechen, dass es nicht auf Kosten der Komplexität und des Schwierigkeitsgrades geht. Wie das im Detail aussieht, müssen wir uns gemeinsam dann noch anschauen. Was wir bekommen, ist ein personalisierbarer Held, halt Hunter, und wesentlich spezialisiertere Mitkämpfer, als man das üblicherweise von XCOM kennt. Da haben alle Leute im Laufe der Zeit so Standardwummen, die wir laufen, verbessern und entwickeln. Unsere Mitkämpfer haben schon ein paar spezielle Tricks drauf und spezielle Skills, aber oft ist das auch so, dass wir auch ein bisschen standardmäßig mit denen kämpfen können. Das wird hier anders sein. Also die Mitstreiter sind schon hochgradig spezialisiert in ihrer Rolle. Bis zu dreien von ihnen können wir immer auf Schlachtfeld führen und dann diese Rundentaktikkämpfe durchführen. Wir spielen Hunter, den Helden, der oft läuft auf der Basis rum, der knüpfte Beziehungen, je nachdem, mit wem wir abhängen, Zeit verbringen, mit dem wir uns anfreunden, welche Wünsche wir da vielleicht auch erfüllen, können sehr tiefe Freundschaften entstehen und wir können so auch das Spielgeschehen und die Story immer ein bisschen anders erleben, weil wir halt immer wieder mit anderen Leuten, mit denen wir besonders gute Beziehungen knüpfen, dann dazu entscheiden, ihn oder sie mitzunehmen auf das Schlachtfeld. Und wir haben Taktikkämpfe ohne Permadeath. Also ohne, dass Leute wirklich auf Dauer ausscheiden. Wie das eingebettet ist in das allgemeine Spielgeschehen, weiß ich im Augenblick noch nicht, werde ich euch aber erzählen. Ihr seid bei WB, bei Writing Bull. Liebe Grüße an alle, die zuschauen. Viele kennen mich als Twitch-Streamer oder als YouTube-Videomacher. Ganz viel XCOM, ganz viel Civilization, ganz viele Rundenstrategie, Rundentaktik-Spiele bei mir immer zu sehen. In der Ecke seht ihr das Wörtchen Werbung, Werbevideo. Deshalb, weil frühzeitig die Entwickler bzw. der Publisher 2K Games auf mich zugegangen sind und mich gefragt haben, ob ich das Spiel vorstellen möchte. Natürlich stelle ich ein XCOM vor. Vielen lieben Dank, dass sie mir dann gesagt haben, dass sie viele meiner Streams und Videos auch finanziell unterstützen werden. Ich habe keine Vorgaben, in welchen Formaten das geschehen soll. Ich habe keine Vorgaben, was ich da innerlich erzähle, welche Meinung ich vertreten soll. Ich bin da absolut frei, kann erzählen, was ich möchte, euch zeigen, was ich möchte und die Formate mir ausdenken, die mir persönlich passen. Aber weil ich finanziell dabei unterstützt werde, ist gelegentlich dann das Wörtchen Werbevideo in der Ecke zu sehen. Mit diesem Trailer hat 2K Games auf der Gamescom das Spiel vorgestellt. Wir erleben die Wiederauferstehung des Hunters, des Jägers oder auch der Jägerin. Das Besondere ist, dass das der erste Held ist im Marvel-Universum, den wir wirklich komplett personalisieren können in einem Computerspiel. Das heißt, wir können die Skills, das Aussehen, die Fähigkeiten dem Hunter oder der Jägerin geben, wie wir es gerne hätten, wie wir mit unserem Spielstil es gerne hätten.
Vorbild der Geschichte ist die Comicreihe Rise of the Midnight Suns, doch noch geschrieben mit einem O bei Suns, also die Auferstehung der Mitternachtssöhne, hier mit einem U jetzt. Das heißt, wir erleben jetzt die Mitternachtssonnen. Das ist unsere kleine Heldentruppe, die wir zusammenführen. Drin enthalten sind nicht nur unser Hunter, sondern auch beispielsweise Ghost Rider, ein Kopfgeldjäger, kennt ihr vielleicht aus Filmen, dort verkörpert von Nicolas Cage. Den Vampirjäger Blade kennt ihr eventuell aus Filmen, wo er verkörpert wird von Wesley Snipes. Und andere Helden sind noch mit drin vertreten. Nico Minoru beispielsweise aus Runaways und andere Helden und Heldinnen. Bei der Geschichte werden wir dann auch noch anderen Superhelden begegnen, die allerdings nicht in unserer Heldentruppe drin sind, sondern denen werden wir begegnen, den Avengers, den X-Men, Runaways und so weiter. Im Trailer seht ihr Wolverine beispielsweise, Iron Man, Doctor Strange, Captain America und Captain Marvel. Unser Hunter, das ist das Kind von Lilith, der Mutter aller Dämonen. Und mit ihr beginnt auch jetzt die Herausforderung, die wir uns stellen müssen. Sie wird wiedererweckt aus einem jahrhundertewährenden Schlaf. Die Avengers wollen gegen sie antreten, werden allerdings in die Defensive gedrängt und wollen jetzt unsere Hilfe haben. Die übernatürlichen Kräfte, über die Lilith verfügt, wollen sie mit anderen übernatürlichen Kräften bekämpfen, nämlich mit denen, die wir verkörpern, wir, der Hunter und unsere kleine Truppe. Lilith wiederum will eine alte Prophezeiung erfüllen und will einen schrecklichen Meister von ihr beschwören, der die Welt unterjochen möchte. Dagegen wollen wir allerdings anstinken. Als X-Com-Veteranen, die ihr vermutlich seid, kennt ihr schon die Rundentaktikkämpfe, wie sie dort ablaufen, also Kämpfe auf einem quadratischen Raster, wo man dann abwechselnd rundenweise zieht, mal man selber, mal die Charaktere, gegen die man antritt. Und man hat immer die Möglichkeit, mit Bewegungs- und mit Aktionspunkten die geschickt zu managen, vorzuziehen, bestimmte Dinge dann durchzuführen, bestimmte Aktionen versuchen, den Feind zu entdecken, zu flankieren, Deckung zu nutzen. Ich vermute, es ist hier auch so, dass wenn wir in Kürze erfahren, es wird demnächst die ersten Gameplay-Szenen geben, die den Entwickler veröffentlicht werden. Die werde ich natürlich euch hier dann auch zeigen und dann ein bisschen kommentieren und einordnen. Es gibt zusätzlich allerdings noch, typisch auch für XCOM, die strategische Ebene, und die ist ja deutlich ausgebauter als bei XCOM üblicherweise. Dort hat man eine Basis, die man zwischen den Rundentaktikkämpfen verwaltet, die man ausbaut, wo man Forschung betreibt, wo man Ausstattungsgegenstände herstellen und sie den einzelnen Figuren in seiner Truppe dann zuweisen kann. Das ist hier noch deutlich komplexer. Also vieles davon gibt es ja auch. Wir können zum Beispiel auch Forschung betreiben. Dafür ist bei uns zuständig Dr. Strange und auch Tony Stark. Die machen das und mit denen kann man dann entsprechend auch interagieren. Aber es gibt halt, ich hatte es schon gesagt, nicht nur diese Rundentaktik-Elemente. Es ist auch ein Rollenspiel. Es ist beides, das neue XCOM. Und das bedeutet hier konkret, dass wir in der Abtei, wie diese strategische Basis heißen wird, ein mystisches Gebäude, in dem wir uns bewegen können. Dort können wir herumlaufen mit unserem Hunter, können über die Schulter hinweg gucken, herumlaufen, frei uns bewegen, mit den anderen Superhelden interagieren, mit ihnen abhängen, Zeit vertreiben, können lange Diskussionen, Dialoge auch mit ihnen führen, Gespräche mit ihnen gemeinsam erleben. Es wird wirklich sehr viel Story auch dort stattfinden und nicht nur in irgendwelchen Filmen, die zwischendurch abgespielt werden, wenn man gerade irgendwas mal zusammenfassen will von Seiten der Entwickler, wie man es üblicherweise von XCOM aus kennt. Im Laufe der Zeit können da richtig tiefe Freundschaften entstehen zwischen uns, also dem Hunter oder der Jägerin, und dem anderen Superheld, mit dem wir da viel Zeit gemeinsam verbracht haben, dessen Wünsche vielleicht erfüllt, wir erfüllt haben. Hey, Captain America, ist was auch so auf dem Herzen? Oder Wolverine, können wir dir irgendwas bringen? Brauchst du irgendwas? Und ist es vielleicht nur das Ohr, das wir dir leihen sollten in einem Gespräch? Richtig tiefe Freundschaften, die dann auch Einfluss haben auf das Geschehen in den taktischen Kämpfen. Also um das Maximum an gemeinsamen Kampfmöglichkeiten rauszuholen aus unserer Heldentruppe, sollten wir auch Zielzeit mit denen verbringen und schauen, was die uns in diesen Dialogen und diesen anderen Sequenzen zu bieten haben. Es ist nur einige Zeit hin, bis Marvel's Midnight Suns erscheinen wird. Über ein paar erste Gedanken können wir uns doch schon machen, auch wenn uns viele Informationen noch fehlen. Was sind da für Chancen in dem Projekt und welche Risiken? Chancen natürlich,
die Marvel-Welt mal erleben zu können. In einem Rundentaktik-Spiel finde ich im Prinzip cool. Ich bin jetzt nicht der absolute Marvel-Superhelden-Experte, der jedes Detail dieses Spiele-Universums herunterbeten könnte, aber wie viele von euch habe ich ganz viele Superhelden-Filme schon gesehen beispielsweise und hatte da auch viel Spaß dabei. Und was mich da natürlich reizt, abgesehen davon, die in einem meiner Lieblingsgenres mal zu erleben, in einem Rundentaktik-Spiel, was mich natürlich auch reizt, ist mal einen Helden, einen echten Marvel-Helden, selber erschaffen zu können, weil das ist ja eine Möglichkeit, die ansonsten gar nicht bieten. Die Marvel-Macher, wenn die Lizenzen vergeben und Computerspiele generieren, in der Regel muss man da einfach exakt in der Welt mit den Leuten auch spielen, die einem vorgeben. Aber das ist hier anders. Das ist der erste personalisierbare Marvel-Held überhaupt in einem Computerspiel. Bis zu 40 verschiedene Skills werden wir haben können, unter denen wir auswählen können und wo wir basteln können. Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Allein die Vorstellung, dass wir selber unseren eigenen Marvel-Helden erschaffen und den dann in einem unserer Lieblingsgenre dann da reinschicken können und dann mit den anderen Superhelden interagieren zu lassen und mit ihnen gemeinsam als Buddies abzuhängen, ne? Hat was. Bin mal sehr gespannt, wie die das umsetzen. Eine Sache macht mir ein klitzekleines bisschen Sorgen und vermutlich vielen von euch auch. Der Preis dafür, dass die halt die Superhelden-Lizenz haben, ist die, dass es keinen Permadeath gibt. Also, dass keine unserer Figuren ins Gras beißen kann und dann rausgeht aus dem Spiel. Das ist ja eigentlich typisch so ein Reiz, den wir hatten immer bei den XCOM-Spielen. Da konnten wir auch Leute personalisieren. Unsere kleine Gruppe, die sind uns schon ans Herz gewachsen, aber die hatten natürlich nicht so die starken persönlichen Bindungen und Beziehungen zu denen, wie es bei dem Spiel der Fall sein wird. Wir hatten dann halt irgendjemand, die war eine tolle Sniperin beispielsweise, eine tolle Scharfschützenkämpferin. Die hatten wir schon erlebt bei zig Schlachten und den hatten wir coole Wummen gegeben und coole Skills gegeben. Wir hatten viele Abenteuer mit der erlebt und dass die dann starb bei einem Gefecht, das ging uns schon zu Herzen. Andererseits, und das ist jetzt hier nicht möglich, und da fällt natürlich so ein gewisser Reiz und Kick weg, also dieses Mitfiebern, schaffen wir es durch ein Match durchzukommen mit einer unserer Figuren und die Trauer, wenn es nicht klappt und die Verzweiflung und die Frage, hey, soll man neu laden oder machen wir es lieber nicht? Andererseits wiederum, so stark wie hier wächst, sind uns diese Figuren jetzt auch wieder nicht ans Herz gewachsen. Also in der Third-Person-Perspektive über die Schulter hinweg durch eine Basis durchzulaufen, lange, eventuell tiefschürfende Dialoge und Rollenspielsequenzen mit den Mitstreitern zu haben, das ist natürlich ein neues Element hier. Da müssen wir halt den Preis dafür zahlen, dass dann die nicht dauerhaft aus dem Spiel ausscheiden können. Wie das genau umgesetzt wird, bin ich sehr gespannt. Und ob sich das als ein Plus anfühlt oder eher als ein Minus, weiß ich nicht, es wird sich auf jeden Fall anders anfühlen und ich bin immer gerne bereit, auch ein bisschen was anderes, was Neues und was Frisches zu erleben. Was ich cool finde, ist, dass da richtig viel Geld verballert wird in den Projekten, weil, habe ich oft schon gesagt, ich bin ein großer Fan davon, wenn Entwicklern viel Geld zur Verfügung steht, das Spiel ihrer Träume zu machen. Ich weiß, das ist kein Garant dafür, dass ein Spiel qualitativ hochwertig sein muss. Es gibt viele Beispiele dafür, wie das auch mal in die Hose geht, aber umgekehrt, ich habe so viel zu tun, auch bei meinen Streams und bei meinen Videos. Ich habe so viel Zeit schon verbracht mit Entwicklern, da dreht sich ganz viel um das Thema, wie viel Arbeitsstunden können wir investieren bei der Ausgestaltung von Spielfeatures, wo es ganz oft geguckt werden, wie viel Geld steht uns zur Verfügung, die und die Sachen würden wir gerne machen, können die nicht machen. Hier ist ein Projekt mit viel Geld, das birgt eher natürlich mehr Chancen als Risiken. Das ist was Positives, gerade auch für unsere Genre, für das Rundentaktik-Genre und auch für Firaxis Games. Weil der letzte Auskoppler aus der XCOM-Reihe, das war Chimera Squad, das war ein Titel, wo man wenig Geld für zahlen musste, aber auch nur mäßig viel Qualität bekommen hat. Da gab es doch viele kleine Problemchen im Interface und die ganze Inszenierung, die war halt nicht so aufwendig, nicht so wuchtig, wie wir es bei diesem Spiel definitiv erwarten können. Und das freut mich, dass 2K Games, der Publisher, Firaxis Games weiterhin so sehr vertraut, dass sie für die diese teure Marvel-Lizenz eingekauft haben. Bin mal sehr gespannt. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Wir können erwarten, dass viele Leute in unser Lieblingsgenre neu reinkommen, in diese Rundentaktikkämpfe, die noch gar nicht so richtig kennen. Marvel-Fans oder Rollenspiel-Fans kommen jetzt rein in unser Rundentaktik-Genre. Die werden wir begrüßen können bei unseren Streams, bei unseren Videos, wenn sich unsere Community trifft, wenn wir gemeinsam irgendwo nicht nur in der Basis abhängen, sondern auch in meinem Community-Forum oder wo auch immer. Neue Leute, die kommen und die unsere Art von Spielen, wie wir sie lieben, gemeinsam mit uns entdecken können, darauf freue ich mich. Und das ist auch eine Chance für uns, einfach mehr Leute begeistern zu können für das Genre, für die Art von Spielen, für die wir brennen.
Weiteres Gameplay, neues Gameplay, kommt demnächst, werde ich euch zeigen, neue Videos, die hier entstehen werden. In der Textbeschreibung darunter auf YouTube jede Menge Links, die euch führen werden zu allen, zu den Möglichkeiten, wo ihr das Spiel bekommen könnt. Und in mein Forum und viele Dinge mehr und freue mich sehr drauf auf den weiteren Content, den ich euch liefern kann zu diesem Spiel, zu Marvel's Midnight Suns.